So, hallo, hier ist wieder euer WeHawk LP. Ich begrüße euch zu der einzig wahren Version von Sonic the Hedgehog, nämlich der C64-Version. Und dieses Spiel ist so unglaublich gut, das ist so unglaublich genial, dass ich das nicht alleine machen kann. Da brauche ich moralische Unterstützung für. Wen habe ich denn dabei? Hallo, ich bin der Mr. Venom 1974. Grüße. Ja. Er hat mich übrigens auch auf dieses Spiel hier aufmerksam gemacht. Also ja, schreibt mir böse Hassbriefe, ja, ja. Genau, also alles, was jetzt hier passiert, da ist er für verantwortlich. Also das... Wenn ihr denkt, der Titanscreen sagt schon eine Menge aus für das, was gleich in ein paar Minuten kommt, ja. Das kann man so sagen. Okay, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich probier's mal. Sofern das Spiel mich lässt. Lässt das Spiel mich? Das Spiel lässt mich nicht. Moment. Ja. Ah! Okay. So. Das Spiel ist wählerisch, ja. Genau. So, jetzt muss ich den Joystick-Port nochmal austauschen und dann sollte das klappen. Genau. Ja. Perfekt. So. Ihr erkennt Sonic. Wie kein zweiter. Ja. Also. Sonic ist unverwechselbar. Und das hier scheint tatsächlich, ihr seht schon, einer seiner Freunde zu sein, weil er tut ihm nichts. Das ist vielleicht Pazifisten-Sonic, man weiß es nicht, also. Das kann natürlich auch sein. Also ihr seht hier eindeutig die Green Hill Zone, das ist... Es ist perfekt gemacht, es ist also nahezu 1:1 übersetzt, also. Absolut. Siehst sofort, das ist Green Hill, das ist eindeutig, also richtig toll, richtig klasse. Ja, großartig, also... Auch der Soundtrack ist sagenschreiben genial, holt alles aus dem SID-Chip raus, was der 64er konnte. Also Knaller. Richtig. Ist natürlich auch sehr stark an das Original angelehnt vom Soundtrack hier. Wahnsinn. So, und wenn wir jetzt mal hier reinspringen, also ich bin ja schlecht, das wisst ihr ja. So, ich springe mal hier rein und... Oh, diesmal kann ich mich nicht mehr retten. Okay. Wieso kann ich mich jetzt nicht mehr retten? Ja, wahrscheinlich warst du jetzt 2 Zentimeter daneben an der entsprechenden Zone. Boah, ist das schlecht! Ah. Okay, dann machen wir doch eben mal einen Reset. So. Genau, dann sehen wir von diesem Titel noch ein bisschen mehr. Das Beste kommt ja zum Schluss, Alter. Genau, richtig. So. Ach, halt. So, das ist so. Jetzt wieder. Muss ich natürlich wieder Joystick-Port tauschen. Das ist richtig schön. Ja, also ich denke, die haben da alles reingehauen, was nur machbar ist. Das glaube ich auch. Vielleicht so. Zur Geschichte dieses Meisterwerks, sag ich mal. Also irgendwie hatte Sega tatsächlich die Rechte an US Gold. Die haben ja damals auch diese ganzen Konvertierungen gemacht für die ganzen Games an die gegeben. Die also auch eine 64er. Was macht der denn da jetzt? Wo kommt der denn da jetzt? Ist jetzt Level 2 oder was? Anscheinend, ja. Oder die Extreme-Edition oder so. Ja, boah. Oder das ist jetzt, pass auf, das ist kein Himmel, das ist Meer. Das, ich glaube auch. Das ist so ein künstlicher 3D-Effekt. Ah. Revolutionär. Okay. Ah, gerettet, gut. Wow, sehr gut. Unfassbar. Nee, also angeblich hätte US Gold tatsächlich vorgehabt, da Versionen für Heimcomputer zu machen und Sega hat dann irgendwie in der letzten Sekunde tatsächlich die Lizenz irgendwie zurückgefordert. Und deswegen ist dieses Meisterwerk wohl nie richtig fertig geworden. Und wie auch immer, die Geheimnisse des Internets, irgendein Sammler muss das tatsächlich irgendwo wieder aus Müll gezogen haben. Das sind ja immer so die geilsten Geschichten, wo da irgendwie, was weiß ich, eine Fabrik leer wird und dann schmeißen den Dreck weg und irgendeiner durchsucht den Müll. Da ist dann tatsächlich diese Version irgendwie entschieden und ja, sie ist nicht ganz so komplett, glaube ich. Aber wirklich, also, dass dieses Spiel nicht komplett sein soll, das kann ich irgendwie kaum glauben. Also, das ist... Wir haben ja vorher schon gewitzelt, also EA hätte es verkauft, also... Ja. Was hätte hier ein Day-One-Patch gebracht? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. weiter als hier geht's übrigens nicht. Ja, immerhin kann man das als Walkthrough verkaufen. Ja, richtig. Longplay. Ich kann ja nochmal einen Speedrun versuchen. So. Genau, das wäre geil, als Challenge. Genau, genau. Ah, das ist so unglaublich, also. Ich weiß nicht, wie lange die dafür gebraucht haben. 2 Tage programmieren oder einen halben Tag oder
kurz nach der Mittagspause. Ich schätze letzteres, ja. Oh Mann. Wo kommen auf einmal die ganzen Gegner her? Vorhin war es nur einer, das ist irgendwie... Ja, es ist, vielleicht ist das, entwickelt sich das. Das Spiel mutiert. Ach du meine Güte. Nee, aber es ist schon, glaube ich, ein Phänomen, glaube ich. Also, eins der größten Ereignisse ever. Ever. Absolut. Falls ihr euch fragt, warum roll ich denn nicht mal, ja. Das ist, heute hat das nicht so mit Rollen. Da hat's im Kreuz heute und da ist das natürlich nicht so gut, wenn man sich da zusammenrollt und, Genau, Sonic die Hexenschuss-Edition. Ja, wow. Ich glaube, der Gegner hat mich jetzt mal gekillt. Okay, und dann ist auch Ende, ja? Ja. Jetzt geht's nicht weiter. Das ist also dann auch die Erfindung von Permadeath, ja? Ja. Ah, war schon revolutionär, das Ding. Genau. Wahnsinn. Nee, also das ist, nennen wir es mal, seltsame Interpretation von Sonic. Absolut. Also, das ist krass. Waren wir schon an der Stelle von vorhin? Haben wir es so schnell geschafft? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaub, das ist wirklich, weil der Gegner mich gekillt hat. Das kann Ach ich, komm, dann mach noch einen Run. Richtig, das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen, dass der mich jetzt hier gekillt hat. Also. Dann spielen wir das Ding dreimal durch. Genau. Das hattet ihr auch noch nicht in einem Let's Play-Video, dass ein Spiel dreimal durchgespielt worden ist. Ja, das gibt's nur hier. Kannst du denn noch weiter links? Geht das auch noch, oder? Stimmt, das... Ach, das scrollt gar nicht, glaube ich, gar nicht zurück. Okay. Okay. Oder ich kann... Nee, ich kann definitiv nicht zurück. Okay. So. Vielleicht hätten wir dann die Reversed Zone gefunden, oder? Ja. So, der ist jetzt total wieder verschwunden. Ach nee, der ist jetzt da gelandet. Ach, der geht durchs Totem. Ach so. Ah. Können wir das auch? Ah. Das ist hier, weiß nicht... Sonic und Winnetou oder so. Vielleicht. Die Western-Edition. Wow. Wuhu. Wow. Wo ist... Was? Geil ist das denn? Was? Ich kann sogar aus dem... Was? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Also. Scheiß was auf Doppelsprung. Also wirklich, ja. Da kann sich sogar der Klempner noch eine Scheibe von abschneiden, ja. Das ist ja irre. Also das wäre der genialste Move überhaupt. Okay. Na? Und? Jetzt? Ah, genau. Okay. Also End of Level. Schade. Also hier ist definitiv dann immer Schluss. Probier doch mal einmal ganz oft doof, ob du wirklich am Anfang nach links kannst. Wahrscheinlich nicht, aber... Das können wir nochmal probieren, genau. Das gehört dann einfach dazu. Dann haben wir einen 100% Run. Schreibe ich dazu, Sonic 100%, oder? Ja, genau, Longplay, Walkthrough, genau. No Death. Okay, so, austauschen wieder, so. Schade, geht nicht. Aber bei der Krabbe oder was auch immer sie sein soll, da passiert nichts, ne? Nee, also da kann ich sie, ich kann sie auch nicht töten. Ja, das ist auch wahrscheinlich noch nicht fertig geworden. Also irgendwie ein friedliches Abkommen haben wir irgendwie geschlossen, definitiv. Also ein Nicht-Angriffspakt oder irgendwie sowas. Da war doch irgendwo noch... Gab's nicht noch irgendwo so ein irgendwie ein Loch, was gar kein Loch war oder irgendein Scheiß? Gute Frage. Also hier, das ist jetzt das... Das eine, wo ich immer durchfall, so. Genau. Okay, aber... Wenn ich jetzt versuche hier mal... Wow, ich werde einfach wieder rausgeschleudert. Okay. Das ist also der Trampolin-Level. Wow. Großartig. Das ist wirklich großartig. Irgendwo konnte man da, glaube ich, wirklich durch den Boden noch fallen. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo das war. Vorhin habe ich es hinbekommen. Hier noch irgendwelche Löcher?
Ich glaube, wenn ich hier reinlaufe, dann... Genau. Ah. Wow, und jetzt ist fertig. Ja, aber immerhin nochmal den Gang unten freigegraben, ganz begeistert. Genau, jetzt habt ihr wirklich sämtliche Facetten dieses sehr umfangreichen Titels gesehen. Also muss man in seinem Leben gesehen haben, ohne Frage. Auf jeden Fall. Gut, ich glaube, dann können wir das aber auch an der Stelle beenden. Ich glaube, ja, ich glaube, da gibt's, glaube ich, nicht mehr, was man da draufsetzen könnte, glaube ich. Ich bin schon verzweifelt am Überlegen. Ich will die Viertelstunde irgendwie voll machen, aber... Nee, ich glaube, wir sollten das an der Stelle gut sein lassen. Ganz klar. Okay, dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Bis dann. Jo, ciao.